Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefanie Straßburger und ich arbeite bei der Büttenpapierfabrik Gemund im International Sales und freue mich, heute referieren zu dürfen über Organic Digital. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, auch bei den Messeeingängen, wir haben kleine Poster aufgehängt und wir wollten ein bisschen, provozieren, weil im Grunde geht es darum, Organic, was bedeutet das eigentlich und wie ist es zu kombinieren mit Digital? Digitale Medien, immer muss alles schnell gehen, immer muss alles einfach nur vom Web, jeder kann sich runterholen, Informationen, was er will. Und Organic, wo es eigentlich um biologisch, was ist biologisch, was ist Bio, um das geht es im Grunde. Und das haben wir uns hier ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Und ja, was uns beschäftigt, Bio ist doch eigentlich alles. Egal wo wir hingehen, von Bio-Klamotten angefangen, über Bio-Essen, es dreht sich immer alles darum. Aber ist das alles eigentlich immer noch logisch? Eigentlich leider wenig, wenn man sich manchmal überlegt, wo kommt eben das Bio her? Für uns kann die Lösung nur bedeuten, biologisch, nämlich das ist die einzige Zukunft, auch natürlich was Papier anbelangt. So. Okay. Jetzt. Ein wunderschöner Wasserfall. Der Ursprung des Lebens. Wasser, daraus begründet eigentlich alles. Also das ist eigentlich da, wo das Leben entsteht. Und eigentlich beim Wasser, was können wir daraus ziehen? Es geht eigentlich wirklich, Wasser als Lebensquelle zu nutzen. Nicht eben nur mal schnell zum Trinken, dass man halt nicht dehydriert, speziell auf solchen Messen wie der diesen, sondern es wirklich als Lebensquelle nutzen. Hier war mein Chef noch gut in Form. Was ist, wenn wir den Baum sehen? Der Baum, der steht, ein Baumstamm, der steht für Kraft, ein Baumstamm steht für Leben. Im Grunde, wenn man als Papierverliebter oder als Recycle-Papierliebhaber, es geht immer darum, wie kann ich Ressourcen schonen? Was machen wir mit so einem Baumstamm? Ist die Papierindustrie wirklich so schlecht, wie man immer hört, roden die Wälder, machen alles platt? Aber effektiv geht es doch darum, so ein Baumstamm wird niemals zu Papier verarbeitet werden. Also nur mal so zum drüber nachdenken. Nämlich, wir nutzen biologische Rohstoffe. Holzzellstoff kommt eben zum Beispiel aus nachhaltiger Forstwirtschaft, FSC-zertifizierten Plantagen. Biorohstoff, der eben dann sinnvoll eingesetzt wird, weil Wälder eben praktisch geforstet werden oder aufgeforstet werden. Und für die Zellstoffproduktion eben das Durchforstungsholz verwendet wird und nicht eben hunderte Jahre alte Eichen, so wie es gerade auf dem Foto gesehen haben. Das nächste ist natürlich der Kraftstoff. Wenn Sie jetzt vermutet hätten, ich zeige Ihnen jetzt Diesel oder Benzin oder so, habe ich Sie jetzt enttäuscht. Nämlich der Kraftstoff Wasser ist für uns eigentlich das Entscheidende. Nämlich wir benutzen das Wasser, um die Kraft, um Energie herzustellen. Bin ich zu leise? Okay, Entschuldigung. Was das ist, ich glaube, ist allen klar, oder? Und wer hierfür verantwortlich ist, ist, glaube ich, auch klar. Also das ist eigentlich, so ein Müllberg, den wir tagtäglich eigentlich verursachen. Und das haben wir uns auch zur Aufgabe gemacht. Was können wir tun, um eben unseren Beitrag beizutragen, nämlich Disziplin. Disziplin, was das Recycling angeht, Disziplin, was der Einsatz von Rohstoffen ist. Und dafür steht dann unsere Umweltcharta. Wir übernehmen Verantwortung. Das ist das, was wir als Papierhersteller aus dem schönen Bayern dazu beitragen wollen. Nämlich die Papierindustrie ein Stückchen weit besser zu machen. Soll alles so bleiben, wie es ist. Aber ich sehe jetzt gerade, da hat sich ein bisschen was verzogen. Ich hoffe, Sie lassen sich jetzt einfach nicht irritieren. Soll alles bleiben, wie es ist. Ich weiß nicht, ob man unser schönes Firmengebäude hier sehen kann. Für uns ist es wichtig, Selbstverständlichkeit, Ressourcen zu schonen, unsere Maschinen zu pflegen und natürlich auch gut mit unserem Personal umzugehen. Gehört auch wunderschöne Berufskleidung dazu.
Wasser natürlich, wie ich vorher schon erwähnt hatte. Unser ökonomischer Anreiz ist einfach, Wasser zu schonen, Wasser aufzubereiten und versuchen eben durch Wasserwiederverwendung die Ressourcen zu schonen. Um das Ganze in Zahlen ein bisschen darzustellen, vor 20 Jahren benötigten wir, um Papier zu machen, ein Kilo fahriges Papier, noch ca. 68 Liter. Heute brauchen wir noch rund 20 Liter. Das ist nur möglich, durch dass wir eine hauseigene Ozonwasserreinigungsanlage haben, mit der wir Wasser wieder aufbereiten, wenn es von der Papiermaschine abfällt, und so bis zu 7-mal wiederverwenden können. Ich hoffe, Sie schreiben alle gut mit, dass Sie nachher viele Fragen haben. Ja, der Rohstoff. Wie schon kurz erwähnt, wir kaufen nur Zellstoff aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, die FSC-zertifiziert sind. Die ganze Firma, all unsere Produkte, hat eben dieses Zertifikat. Natürlich, neben diesen Zellstoffen, die aus FSC-Plantagen stammen, versuchen wir, alternative Rohstoffe immer stärker mit einzubinden. Wir versuchen vom Baumwollzellstoff, Baumwollzellstoff kommt ja tatsächlich von der Baumwollpflanze als Abfallprodukt, so habe ich eigentlich den doppelten Recycling-Effekt und wächst natürlich auch schneller. So eine Baumwollpflanze wächst natürlich viel schneller als ein Baum, ich glaube, das ist ganz klar. Neben Baumwolle natürlich auch Hanf und THC-frei natürlich und Recyclingfasern. Also das ist natürlich auch für uns ein Punkt, wo wir uns überlegen, okay, wie kann man auch Recyclingfasern sinnvoll mit einbinden in unsere Papierproduktion. Um auf das Kraftthema zurückzukommen. Mit unseren Wasserturbinen, drei an der Zahl, können wir bis zu 75% unserer hauseigenen Energie, die wir verwenden, selbst produzieren, und zwar CO2-frei. Also dieses CO2-neutral, von dem ja jeder spricht, tritt für uns nur, sage ich jetzt mal, ja, im Hintergrund auf, durch das, dass wir eben eigens Wasserkraftwerke haben und auch durch Wärmerückgewinnung mit einem eigenen Kesselhaus eigene Energie produzieren. Das schaut dann so aus. 52% durch die Wasserturbinen, die sind angetrieben durch die Mangfall, ein wunderschöner kleiner Fluss, der direkt an unserem Betriebsgebäude vorbeifließt. 19% gewinnen wir aus dieser Wärmekraftrückkoppelung durch die Dampferzeugung. Es ist so, das funktioniert durch die Verbrennung von Erdgas, wird Dampf erzeugt, das eben die Maschinen mit antreibt. Und ebenso auch unseren Hausgebrauchsstrom, also von Elektrizität angefangen, alles, was man halt so im Bürogebäude noch braucht. 29% beziehen wir von einem bayerischen Stromerzeuger, gut, den ich jetzt nicht nennen möchte. So. Und der vierte Punkt eigentlich, dass diese ganze Papierproduktion mit einschließt, ist tatsächlich der Abfall, der Müll, der einfach so in einer Papierfabrik tagtäglich produziert wird. Wir wollen versuchen, unseren Dreck nicht einfach unter den Teppich zu kehren, sondern in einem breit angelegten Recyclingprogramm haben wir uns dazu verschrieben, unseren kompletten Abfall, den wir tagtäglich produzieren, sowohl im Papier als auch im Hausgebrauch zu reduzieren und haben das tatsächlich geschafft, den Hausabfall um 82% zu verringern. Also, ich möchte mal wissen, was da vorher alles gelaufen ist. Also wir trennen natürlich nach Papier, nach Plastik, nach Glas, Dosen, alles, was halt so, ja, ganz wichtig, Plastik natürlich. Und bei der Papierproduktion ist es so, dass wenn eine Papiermaschine anläuft, man produziert eine neue Farbe, man braucht immer einen gewissen Anlauf, bis eben genau die Farbe erreicht ist, die der Kunde sich vorstellt, hat man natürlich Abfall. Ebenso die Papiermaschinen laufen, man hat links und rechts, man hat immer Schneidereste, dass man eben genau die Rollenformate bekommt, die man sich vorstellt, und hat da natürlich auch Abfall. Dieser Papierabfall wiederum wird zu 99% recycelt, weil wir den praktisch dann wieder
im hauseigenen Prozess mit einbringen können, mit der Frischfaser vermischen können und dann eben so wieder Papier draus machen können. Wir werden uns damit nicht begnügen. Also hier hören wir noch nicht auf. Fakt ist, dass wir, auch wenn wir Papier, bevor es zum Kunden geht, es wird alles manuell kontrolliert, sodass der Kunde wirklich 100% perfekte Qualität, die er gekauft hat, dass er das auch von uns geliefert bekommt. All diese Bögen, die dort anfallen, die spenden wir an soziale Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, alle diejenigen, die sich über eben solch Papier einfach freuen und auch was damit anfangen können, auch wenn da mal ein kleiner Kratzer drauf ist oder einfach mal ein kleiner Schmutzfleck. Die Zukunft. Es geht nicht weiter, wenn nicht jeder sein kleines Stück oder seinen Beitrag dazu einfach leistet und sich einsetzt für die Umwelt. Wir stehen dafür seit vielen, vielen Jahren. Die Büttenpapierfabrik Gmund gibt es seit 1829. Es ist wahrscheinlich mit einer der ältesten Papierfabriken, die auf den ältesten Papiermaschinen der Welt produzieren. Und seither verschreiben wir uns eben dem Umweltschutz. Sie als Kunde können sich einfach davon überzeugen, schauen Sie sich's an, schauen Sie unsere Produkte auch an. Und man spürt einfach, dass da mehr dahinter steckt als nur Papiermacherei. Unser Eco-Logo kann man jetzt leider ganz schlecht erkennen, bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Nämlich durch diese ganzen Aufwendungen, angefangen eben von der Wasserreinigung, über die eigene Energiegewinnung, über die Rohstoffe und die Abfallvermeidung. Über all das haben wir einen Umweltstandard festgelegt und haben dies in diesem Eco-Logo oder Eco-Zertifikat, wie wir es nennen, registrieren lassen. Und es steht einfach für ein nachhaltiges, umweltfreundliches Papierprodukt. Wenn Sie sich darüber noch mehr informieren wollen, auf alle Fälle gerne auch bei uns am Stand hier auf der Drupa. Seit 183 Jahren leben wir diese Nachhaltigkeit, diese Vision, das für jeden wichtig ist. Das ist natürlich nicht ganz billig, ist auch klar. Im Grunde ist es natürlich so, dass all diese Aufwendungen sich irgendwo mal niederschlagen, auch im Preis. Haben wir ungefähr mit 17% festgelegt. Mein Chef sagt immer so schön, wenn die anderen genau das machen würden, was wir auch tun, um die Umwelt zu schützen, wären unsere Papiere nicht mehr so viel teurer als andere. Finde ich immer ganz schön eigentlich. Wie das dann im Produkt ausschauen kann, so, jetzt mag es wieder nicht. Ah, genau. Wir transportieren die Nachhaltigkeit eben mit Design. Wie das Ganze ausschauen kann, kann man eben hier ganz schön erkennen. Zum Beispiel, Philipp Cornier hat mit unserem Gmund Allesan, das ein haptisches Papier, ein haptisches Erlebnis ist, tatsächlich ein Buch eingebunden, um eben dieses haptische Gefühl zu transportieren. Sodass eben Nachhaltigkeit nicht immer irgendwie langweilig und öko ausschauen muss, sondern kann auch sehr attraktiv und sexy sein. Bei Audi oder bei dem Umweltbericht von Audi von letztem Jahr wollte man eben zum Beispiel mit diesem Gmund Savannah, das eben ein Papier mit so einer leichten, mit einer Baumstruktur, wollte man einfach den Wachstum kommunizieren und transportieren zum Kunden. Wachstum bei Audi, Papierprodukt, steht dafür. Absolute Reinheit. Um was geht's hier? Dieser Kunde hier, so, jetzt habe ich eine kleine Gegenveranstaltung, höre ich. Also, bei diesem Kunden war es so, der Dr. Groß, hier geht es um Naturprodukte, vom Tee angefangen über Müsli. Er wollte absolute Reinheit für sein Produkt, hat sich für Gmundpapier in der Verpackung entschieden. Warum? Weil es komplett mineralölfrei ist, weil es zertifiziert ist für den direkten Einsatz mit Lebensmitteln, weil wir eben bei der Papierproduktion auf diese chemischen Zusätze, die Lebensmittel kontaminieren können, komplett verzichten. Das hat er auch bei seinen Verpackungen auch demonstriert mit dem Eco-Zertifikat. Würzige Natürlichkeit, was könnte das bedeuten? Unser Gmund Bierpapier, das sich eben zum Beispiel sehr schön einsetzen lässt und auch kombinieren kann für Anwendungsbereiche im Food and Beverage Bereich, wo man einfach wirklich zeigen möchte, die Qualität eines Produkts.
Braunes Gold. Godiva Chocolatiers. Das ist ein großer Schokoladekunde von uns. Wenn Sie öfter am Flughafen sind, haben Sie vielleicht schon mal diese goldenen Verpackungen gesehen. Godiva hat sich ganz einfach für Gmund entschieden. Warum? Weil sie kein Produkt wollten, keine Verpackung wollten, die schön ausschaut, sondern sie wollten auch eine Verpackung kreieren, die sich leichter und besser verkaufen lässt. Ganz klar. Hier wurde eben der Mehrwert der Verpackung durch Gmundpapier geschaffen. Offenes Material. Gmund Cotton, unser Baumwollprodukt. Papier besteht aus 100% Baumwolle und hat eben durch eine besonders nachhaltige Produktion, langsame Produktionsweise, eine unglaubliche, tolle haptische Oberfläche. Es ist ganz offen, es ist ganz rau. Man meint eigentlich, man hat das ursprünglichste Material wie damals, als Papier eben noch meistens aus Hadern, aus Baumwollresten produziert wurde, in der Hand. Hermès hat sich hierfür entschieden, einfach um einen hochwertigen Event zu transportieren an den Kunden und durch die Einladung, die eben auf hochwertigem Material gemacht wurde, mehr Feedback zu bekommen, mehr Kunden zu bekommen, mehr Gäste zu gewinnen für diesen Event. Gute Marken handeln nachhaltig. Was wir damit sagen wollen, wenn Sie A sagen, müssen Sie auch B sagen. Das heißt, wenn Sie sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben, dann ziehen Sie es durch, bis Sie wirklich ein fertiges, nachhaltiges Produkt haben, das eben nicht sofort irgendwo im Abfall landet, sondern eben noch ganz lange Freude macht. Und deswegen Gmund Act Green, und ich hoffe auch, dass unsere Kunden das tun. Ich danke.